Grüß euch. Ich melde mich mit einem ganz kurzen Video. Das kleine und neue Format bei uns in der Beetfabrik. Drei Must-Haves am Wasser. Und die will ich euch heute vorstellen. Es gibt natürlich viele Sachen, die man dabei hat. Viele Sachen, die man bei jeder Session, bei jedem Ansitz braucht. Natürlich gibt es dann auch Sachen, die essentiell sind für die tägliche Fischerei, für jeden Ansitz, den man nicht mehr missen will. Das erste Produkt oder das erste Gadget, das ich immer dabei habe, egal ob am Fluss oder am See oder wo auch immer, wo ich ein neues Gewässer erkundschaften will, ist der Dipper. Der Dipper ist, glaube ich, jedem ein Begriff, sehr universell einsetzbar, Echolot zum Werfen, wirklich eine super Geschichte. Das Ganze funktioniert wirklich einfach mit der App am Handy und ja, das wäre die Nummer 1. So, Nummer 2 wäre unser Fact Yellow Wafter aus der High Attraction Range. Warum der bei meinen drei Must-Haves dabei ist, weil ich den Hockenköder wirklich schon lange, lange Zeit, also mehrere Jahre jetzt schon im Einsatz habe. Der Hockenköder bei mindestens einer Route immer drauf ist und ich habe schon wirklich viele gute Fische mit dem Hockenköder fangen können. Die Kombination aus Rinderleber und Scopex ist einfach ja, unbeschreiblich, also fängt wirklich, wirklich sehr gut und darum meine Nummer 2. So, Nummer 3 wäre die Rich Monkey Solar Pendel. Warum ist Solarpanel? Klar, habe ich Akku-Packs mit beim Fischen, aber wie es so ist, passiert es des Öfteren, dass das Akku-Pack einfach leer ist. Sei es vom eben Deeper laden oder Kamera-Akkus laden oder was auch immer, Radio anstecken, weil der Akku leer ist. Und dann habe ich eben das Solarpanel und das muss nicht geladen werden. Was bei dem super ist, es funktioniert nicht nur, wenn die Sonne wirklich scheint, wie es bei einigen ist, sondern es reicht einfach UV-Licht. Also auch wenn es bewölkt ist, das Tageslicht reicht, dass du das Handy ladst, dass du auch dann die Akku-Pack ladst und somit mein drittes Must-Have am Wasser. Ich hoffe, ich habe euch einen kurzen, interessanten Einblick geben können. Freut mich, dass ich euch das zeigen habe können und wünsche euch nasse Matten. Petri.